Los geht's, Freunde. Heute zeige ich euch einiges, was viele von euch gar nicht kennen dürften. Ja, ist ja okay. Alte Pokémon-Karten kennt man auf jeden Fall. Aber wie viele von euch kennen alte Digimon-Karten? Also ich kann drauf wetten, dass manche von euch noch nie diese Karten in ihrem Leben gesehen haben. Ich glaube sogar, dass einige von euch zu diesen Zeiten noch nicht mal auf der Welt waren. 1999 und 2023 stehen diese immer noch in meinem Album. Oder habt ihr schon mal was von Duel Masters gehört? Auch diese Karten sind ziemlich alt. Also für alle, die denken, dass Sammelkarten erst in den letzten Jahren zum Hype gekommen sind. Und Harry Potter. Harry Potter kennen sehr viele von euch, aber kennt ihr auch die Harry Potter Karten aus den Jahren 2001? Also schaut auf jeden Fall genau hin, denn einige Charakter hier werdet ihr auf jeden Fall wiedererkennen. Und hier sieht man auch deutlich, dass die Karten aus dem Jahr 2001 stammen. Dann gibt es hier natürlich noch uralte Magic-Karten, von denen gibt es auf jeden Fall diverse. Habt ihr es bestimmt mit der Magic-Karte von über 1,6 Millionen Dollar verkauft mitbekommen. Auch diese Karten fangen ab 1993 schon an. Dann dürfen natürlich die ältesten Yu-Gi-Oh!-Karten in diesem Album nicht fehlen. Also schreib du mir doch mal in die Kommentare, in welchem Jahr du auf die Welt gekommen bist.